Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Diamond Painting Kanal. Ich habe heute endlich das Alice in a Bottle Update für euch. Das mache ich ja neben meinem großen Josephine Walls Bild und nachdem ich da jetzt heute schon wieder stundenlang bei war, habe ich gedacht, mache ich jetzt mal das Update zum Alice Bild. Ich bin in den letzten Tagen recht weit gekommen, also wie ich hoffe, man sieht das. Hier ist es halt schon komplett fertig. Die Alice auch. Das Einzige, was mich an dem Bild stört, das ist ja mein erstes von Diamond Art Club und auch dann gleich ein Teilbild. Also an den Rändern, wo dann der Hintergrund ist, der nicht gepainted wird, da gehen die Steine immer wieder mal ab. Das finde ich ein bisschen schade. Gerade bei diesen kleinen Herzen und dem Schmetterling. Und das finde ich ein bisschen schade. Und hier außen hält das auch nicht ganz so gut, beziehungsweise lässt sich nicht so optimal legen. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das wirklich dafür, dass es eckige Steine sind, gut zu legen. Und ich würde sagen, wir machen einfach so ein kleines Paint with Me draus. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter an dem Bild und erzähle euch einfach ein bisschen was. Ich muss mir aber ein bisschen Licht dazu schalten mit meiner tollen schwenkbaren Lampe, die sich wirklich bezahlt gemacht hat. Ich kann euch die gerne im Video verlinken. Die kann man so an jedem Tisch dann festmachen. Und ja, ich mache jetzt hier mal weiter. Was mich im Moment am Diamond Painting total stört, da kann das Diamond Painting aber gar nichts für. Ich lese fast gar nicht mehr. Also ich mache in meiner Freizeit lieber Diamond Painting mit Hörbuch, als dass ich mich zu lesen hinsetze. Ich habe gar keine Ruhe mehr zu lesen, weil ich dann immer denke, dann könnte ich jetzt auch painten. Und das ist echt ein bisschen schade, weil ich sonst ja wirklich sehr viel gelesen habe. Ich sage jetzt mal so, es gab Zeiten, da habe ich im Monat 12 Bücher gelesen und so 7, 8 Bücher gehört. Und jetzt die letzten beiden Monate habe ich circa 4 Bücher gelesen und 12 gehört. Also das ist echt sehr erschreckend für mich. Und eigentlich möchte ich das so auch gar nicht, aber irgendwie zieht mich das Painten mehr an. So, jetzt bin ich hier beim Y. Wie gesagt, es ist ja mein erstes richtiges Eckig mit eckigen Steinen. Davor habe ich schon mal eins versucht, das habe ich ja ganz schnell den Kindern gegeben. Und das ließ sich echt nicht gut legen. Dieses lässt sich wesentlich besser legen, aber es ist trotzdem immer noch für mich so, dass ich besser mit runden Steinen klarkomme. Aber schön sieht es mit eckigen natürlich aus, wenn es dann einigermaßen gerade ist. Aber hier lässt sich das eigentlich ganz gut korrigieren. Ja. Heute ist Sonntag, die nächste Woche wird sehr stressig und jetzt fange ich auch noch an mit Halsschmerzen. Also es ist so, dass Leni nächste Woche Freitag Geburtstag hat und morgen ist ja Nikolaus und das fällt bei uns im Dorf so ein bisschen aus wegen Corona und jetzt haben die für so und so viele Familien immer einen Treffpunkt gemacht, also geht der Nikolaus jetzt zu 3, 4 Treffpunkten, wo dann 2, 3 Familien jeweils warten, dass sie dann wenigstens ihre Taschen vom Nikolaus bekommen und Svea, die Kleine, soll halt Engel sein. Nur ist es ausgerechnet morgen so, dass ich den ganzen Tag arbeiten muss und wenn ich den Tag verschoben hätte zu arbeiten, dann wäre alles durcheinander und dann würde ich auch mit der Arbeit nicht hinterherkommen. Und da es ja jetzt auch nicht in der Kirche ist, so wie sonst,
habe ich halt ihr gesagt, dass ich leider nicht dabei bin. Wobei ich auch gar nicht wüsste, wenn ich frei hätte, ob ich überhaupt dabei wäre, weil, ja, die können dann ja auch nicht mehrere Elternteile da mitnehmen, wenn die nur schnell ihre Treffpunkte abklappern. Aber irgendwie hat man als Mutter dann trotzdem irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil ich war immer, Nikolaus immer mit dabei. Ich meine, es fällt jetzt ja eh mehr oder weniger aus, aber ja, und Dienstag habe ich nachmittags mit der kleinen Arzttermin, Mittwoch mit der großen, wo ich dann auch noch früher Feierabend machen muss, weil es ganz andere Ecke von uns ist, als da, wo ich arbeite. Ja, und dann Freitag möchte sie mit zwei Freundinnen übernachten anstatt großer Geburtstagsparty. Und ja, Sonntag kommt dann die kleine Familie zusammen. Wir sind ja nicht so viele, alle geimpft und ja, zum Frühstücken dann. Weil letztes Jahr ist ihr Geburtstag schon mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Und ja, das möchte ich jetzt einfach nicht nochmal wieder. Sie wird jetzt 13, ihr ist das wichtig. Und kann dann einfach nur hoffen, dass alles gut geht und wir nicht irgendwie in Quarantäne landen oder so. Im Moment nervt mich das Thema auch wirklich sehr, muss ich sagen. Jetzt, wo die Zahlen so hoch sind, obwohl so viel oder obwohl wir alle geimpft sind, nur weil dann gewisse Leute meinen, sich nicht impfen lassen zu müssen. Ja. Und man will ja auch dieses Jahr wird dann vielleicht Silvester auch wieder ausfallen. Und ich kann es echt nicht mehr hören. Und ja. Im Moment nervt es mich einfach total, sorry. ja, was ist noch? Ich habe eigentlich gar nicht sonst so viel zu erzählen. Novemberwetter, obwohl wir jetzt ja schon Anfang Dezember haben. Ich bin total glücklich, dass ich mir dieses Jahr mal einen Adventskalender gegönnt habe. Ich habe ja seit Kindheit keinen mehr gehabt. Und habe mir dann diesmal auch einen recht teuren gegönnt. Und das ist wirklich jeden Tag eine Freude, den aufzumachen. Ich habe den von Diamond Painting Deutschland. Und ja, freue mich wirklich jeden Tag über die Sachen. Und hat sie auf jeden Fall bezahlt gemacht. Und da wir uns auch zu Weihnachten nichts Großartiges schenken, denke ich, ist das auch okay. Und ja, die Kinder sind fast gespannter bei meinem Adventskalender als bei ihren eigenen. Und ja, es macht Spaß. Ja, so. Das hier sind ja die AB-Steine, was man ja auch wirklich deutlich sieht. Ist ja mein erstes Bild mit AB-Steinen. Und die Hälfte der blonden Haare sind auch nochmal AB-Steine. Kann man das so erkennen? Oder ich mach mal aus. Auf jeden Fall glänzt das richtig toll und das gefällt mir schon sehr gut. Wie gesagt, was ich nicht so toll finde, dass das hier am Teilbild so ein bisschen schlecht hält. Aber ansonsten muss ich sagen, also die Steine sind toll, also da kann man wirklich gar nichts sagen. Und auch die Leinwand und die Klebekraft ist echt der Hammer. Und ja. Das war so mein kleines Update von mir. Ich kann auch nicht mehr so gut sprechen wegen meinen Halsschmerzen. Ich hoffe, ich komme noch darum drum herum, aber es ist immer dann ausgerechnet die Woche, wo man wirklich abliefern muss. Ne? Ja. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Advent und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!